Hey, bist du bescheuert? Dieses Hitler-Bashing, es geht mir auf den Sack. Oh Ja. Gott, schon diese Aussage. Das Hitler-Bashing muss einfach mal aufhören. Der Mann ist tot, lass ihn in Frieden ruhen. Das ist wie Como te llamas. Ne, Como te llamas, usted. Como te llamas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Genau. Puta de madre. Culpo. Ach, keine Ahnung, ist ewig her. Erschließen wir uns jetzt gerade die spanische Zuhörerschaft? Warum nicht? Ja, Espanol und so. Hier gibt es ja auch so einen Laden in Weimar, wo drüber steht irgendwie Spezialitäten vom Fisch und vom Fleisch auf Spanisch und ich kann es quasi übersetzen. Geil. Und ich habe immer davon, dass ich ein Date habe, da in die Straße lang laufe und sage, guck mal, da gibt es Spezialitäten vom Fisch und vom Fleisch. Woher weißt denn du das? Ja, jetzt dran steht doch Spanisch. Ich habe Spanisch gemacht an der Uni. Ja, und dann isst du da immer ganz viel. Eigentlich nicht, nee. Aber um das ja zu zeigen. Ja, geil. Oh, das ist ja wirklich hier schon ein wirklich internationales Publikum versammelt. Wir haben ja Gäste hier aus das der ganzen Welt. Ist ja richtig was los. Oh, guck mal, da ist Gabi und Peter ist auch da. Und ach, Susi, Horst. Hallo. Oh, guck mal. Oh, ob wir einen Hörer haben, der Horst heißt? Ja, ich hoffe es. Horst Seehofer. Maximal der. Leute, wenn ihr Horst heißt, gebt einen Kommentar ab. Ich will einen Podcast-Horst von uns kennenlernen. Oh, und da hinten ist Martin. Hi, Grüße, na? Jonas, Luisa, hallo. Na? Charlie. Oh, schön, ja. Charles Manson. Genau, der hört es im Grab quasi, in der Hülle. Guten Morgen, liebe Leute. Ja. Es ist Podcast-Zeit. Ist es. Wie ihr vielleicht hört. Es ist ein Tag früher, weil ich noch am Samstag unterwegs bin, ganz viel. Deswegen kann es sein, dass wir die ganz krassen Themen, die samstags passieren, nicht einfangen können. Aber so ist es nun mal. Naja, pass mal auf. Wenn jetzt Samstag die Welt untergeht, ja, und wir darüber nicht berichten, passiert es dann wirklich? Eigentlich nicht, ne. Ja. So, und deswegen ist das doch eine gute Sache. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen was passiert. Ich muss hier direkt mal einsteigen mit. Ich sehe hier gleich schon wieder diese weißen Überschriften auf blauem Grund. Ja? Weil du gehst ja ganz gerne mal zur Tagesschau oder zum was Beispiel, das ist. Ja, aber nicht nur. Ich habe Tagesschau und ich habe aber auch... ja, ich weiß, querbeet, du bist ja auch so ein ganz Vernetzter. Spiegel habe ich hier. Hier habe ich... Habe ich weggeschnitten, keine Ahnung. Hier habe ich Al Jazeera. Hier habe ich... DPA. Das war eine Facebook-Seite. Isisfunk. Das war eine englische Seite oder spanische Seite, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich war da auch mal drauf, ja. Bei Tagesschau? Ja, ich war gerade auf Instagram und dachte, ich gucke einfach mal, was hier, wo die Gebühren hinfließen. Ja. Ja, du siehst, mein Framing fängt gut an. Und die Zwangsgebühren. Da habe ich direkt hier was rausgesucht. Pass auf. Erstens, was ist denn das? Achso, der Möwenschrei-Europameister. Ja, ist cool, auf jeden Fall. Also, das war wirklich eine Information diese Woche, ohne die konnte ich nicht. Ey, ohne Scheiß, ich mag sowas. Ich mag solche Trivia-News. Ist doch geil, ja, wusstest du das vorher, dass es sowas gibt? Nee, aber also mein Leben ist jetzt auch nicht besser geworden. Aber lustiger. Naja. Wird dein Leben besser, wenn du irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, das ist halt wahrscheinlich... Tony Hawk-Tricks siehst, wie irgendwer die macht. Ja, auf jeden Fall. Es sind Sachen, es muss nicht mal alles einen voranbringen und schlauer machen, aber einfach nur... Ich sag dir, wahrscheinlich ist das, weil ich einen Bias habe, weil ich halt Kinder hasse und der Möwenschrei-Weltmeister oder Europameister ist so ein kleiner 9-jähriger Dreckwanst. Ach so. Und da kriege ich natürlich einen Hals. Ne? Meinst du, sie haben nicht wertfrei entschieden, weil er ein Kind mitgemacht hat? Und die haben die wenn das irgend so ein 50-jähriger Horst gemacht hätte, dann hätte das bestimmt keinen interessiert. Aber so, haha, da ist ein Kind, das hat auch so ein komisches Möwenkostüm an. Hm. Und das ist dann jetzt cool. Das ist wie beim ESC, weißt du, da geht es auch ein bisschen um das Präsentieren, nicht nur um den Song an sich. Wenn er da im Möwen-Outfit auftritt und Möwenpick-Eis ist, dann ist es schon mal ein Pluspunkt mehr. Ja, aber und dann bist du schon voll drin, weißt du, wir haben noch gar nicht gesagt, Aloha von der Tasse. Ach so, ja, so. Genau, Leute, Aloha. Da hängt es doch, unser Programm. Aloha von der Antje Tillmann, die hängt da tatsächlich, die grinst uns hier immer an. Nicht, die liegt auf dem Boden, ja, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, was das soll, die hab ich noch von Imp bekommen und... Meine Oma war ja dicke mit der und jetzt guckt die halt hier uns immer an. Obwohl es, also guckt sie weg. Guckt, ja, sie guckt nicht in die Kamera und deswegen ist es ertragbar. Zu den Skateboards guckt die. Aber ich habe hier so ein riesiges CDU-Wahlplakat und es ist eigentlich unangenehm. Naja, wie dem auch sei, ich wollte das hier mal ganz kurz abspielen. Ja, weil man hört ja jetzt auch so einen tollen Schrei. Das ist aber echt gut. Ja, es ist halt...
Naja, manche, es gibt doch auch Luftgitarrenwettbewerbe und so. Das ist doch auch geil, sowas zu machen hier. Es geht ja auch gar nicht darum, dass das jetzt explizit scheiße ist, sondern dass ich auf diese Seite gehe und das Erste, was ich sehe... Ja, guck mal hier, der kleine Neunjährige. Aber es bringt dir Content für deinen Podcast, es bringt dir Lächeln ins Gesicht, darum geht's doch auch. Die Tagesschau ist nicht nur da, um uns perfekt zu informieren, sondern eben auch uns in die Pandemie einzuführen zum Beispiel. Ja. Und eben auch, um uns den Möwenweltmeister zu präsentieren. Ich bin Fan davon. Ich bin auch Fan davon, ich hoffe ihr auch. Es ist nämlich diese Woche noch viel mehr ganz Tolles passiert, was wir euch jetzt nahebringen wollen. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet. Wir werden euch die letzte Woche so ein bisschen Revue passieren lassen und euch sagen, was war relevant, was nicht so sehr. Und das machen wie immer Thorsten und... Und Ralf. Thorsten und Ralf. So sieht's nämlich aus. Ich habe hier was liegen. Ja, vor uns liegt die amtliche Wahlbenachrichtigung an Robin Osterafo TV. Was ist denn da jetzt los? Unser Bürgermeister, Peter Kleiner. Oberbürgermeister. Ist doch scheißegal. So viel Zeit muss sein. Das ist mir scheißegal. Der hat sich immer damit gebrüstet, parteilos zu sein. Und das jetzt auch. Steht auf dem Wahlplakat drauf, gefördert und unterstützt von CDU und FDP. Ja, du wieder als Politiklaie, das war schon immer so. Hat auch damals, echt jetzt? Er hat auch damals war schon von CDU und Weimarberg gestützt. Also ich glaube, ich habe noch nie OB-Wahl mitgemacht, aber heute... Echt nicht? Heute fange ich damit an. Hast du nicht gewählt damals? Ich glaube nicht. Du bist also, ein Demokratiefeind. Ja. Was soll denn das? Ja, Oberbürgermeister, mein Gott. Doch, es hat die Funktion, also du kannst dich halt auch als Parteiloser aufstellen, wie Herr Kleiner. Aber es bringt dir Vorteile, wenn du halt gestützt bist von gewissen Fraktionen, damit die CDU-Fans in der Stadt wissen, okay, die hätten keinen eigenen Kandidaten aus ihrer Partei, aber haben jemanden halt gefunden, der trotzdem cool ist. Deswegen haben Weimarwerk und CDU gesagt, wir stützen Peter Kleiner. Das ist für ihn schon so eine Wahlkampftaktik. Und es hat auch irgendwelche rechtlichen Geschichten, dass du irgendwie keine Unterschriften sammeln musst und so. Hatte er das damals auch schon auf den Plakaten stehen? Hätte ich das gewusst, Das weiß ich nicht. Ja, aber das kann doch bestimmt, aber ich weiß nicht ganz genau. Aber ich war damals auch Kandidat für die OB-Wahl, also ich bin zugelassen worden aus Gründen. Aber da habe ich mal gewählt. Ich war wegen dir, wegen irgendwas mal hier im Dings. Und unterschreiben, ja, dass ich zugelassen werde. Du musst als Mensch, der zur Wahl antritt, musst du Unterstützungsunterschriften sammeln. Hm. Und hab zwar mehr als genug gehabt, aber zu viel ungültige, weil Leute vergessen haben, irgendwie ihr Geburtsdatum anzugeben, hatten einen Schreibfehler und so, das war nicht lesbar. Was sagt ihr das? Du kennst nur dumme Menschen. Ja, ist so. Deswegen habe ich auch dieses Mal, als wir gefragt wurden, ob ich antreten will, gesagt, nein. Hm. Ich habe so viele dumme Leute, es sind noch mehr geworden in den letzten 5 Jahren, keinen Bock mehr. Ja. Jedenfalls war damals der Kleine auch schon, da war er noch ein Nobody, als ich mich mit ihm unterhalten habe, er hat mir Tipps gegeben, so wie man das macht. Da war er echt nett zu mir, also er ist persönlich, glaube ich, ganz okay. Aber ich bin jetzt von seiner Politik nicht überzeugt. Aber da wusste ich auch schon, dass er von CDU und Weimarwerk gestützt ist. Aber er ist selbst parteilos. Das dachte ich doch auch, dass dieses Weimarwerk-Ding, aber das ist doch nicht automatisch CDU. Weimarwerk ist doch so ein eigenes. Naja, aber die beiden stützen den. Ach so, beide, ja. Wir könnten auch sagen, SPD, Grüne und Linke stützen aber auch einen zum Beispiel. Ging auch. Ja, also mir war das nicht bewusst. Ja? Ja. Da hätte ich aber damals sowas von Gebrauch gemacht, von meiner mächtigen Stimme. Tja. Hättest du mal gemacht. Ja. Ist es wegen dir, Herr Kleiner, Bürgermeister geworden? Hier schön wieder Stefan Wolf. Oh nee. SPD, was weiß ich was. Nee, der musste mal gehen. Der war ja auch irgendwie so 12 Jahre gefühlt. Hä? Merkel? Die vollen 16? Was heißt vollen 16? Die hätte auch 20 machen können. Da gibt's keine Obergrenze. Nee, ich meine, die vollen Merkel 16 für Stefan Wolf. Ach so, nee. Hätte ich nicht gewollt. Ich mochte die nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, wen ich wählen soll zur OB-Wahl, aber Kleine wird's nicht. Aber die anderen haben keine Chance einfach. Aber Herr Kleine wird es nur nicht, weil der nach wie vor nicht bei uns im Podcast war. Ist so, wenn er zu uns kommt, wähle ich ihn auch. Mhm. Wirklich, mache ich. Dann muss er sich aber ja mal rechtfertigen, was er jetzt 2024 hier noch mit der CDU will. Aber alle Plakate sind inhaltslos. Außer eine Person hat echt so 3 Punkte auf dem Plakat stehen, ob die Mobilität fördern, Inklusion und so ein Scheiß, ne? Also das war ganz cool, aber der Rest halt immer nur weiter für Weimar oder so. Das ist doch... Ja, inhaltslos. Doch. Das ist geil, weil dann kann sich jeder seinen Scheiß selber da reindenken. Ja, toll. Ja, weiter für Weimar, na klar, das heißt, dass der XYZ macht. Ja. Ja, okay, amtliche Wahlbenachrichtigung ist jetzt wahrscheinlich auch hier nicht unbedingt für die OB-Wahl. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Na doch, Kommunal- und OB-Wahl müsste es sein, weil gewählt wird Ende Mai. Ja, ich bin Demokratiefeind und deswegen mache ich den Brief nicht auf. Und wir wählen auch den Stadtrat. Also du kannst auch hier Daniel Kratsch zum Beispiel wählen. Oh ja, der war ja bei uns im Podcast schon. Also echt? Na klar. Das habe ich völlig vergessen. Oh, das war noch, als wir nicht irgendwo im Radio waren.
Ich erinnere mich nur noch an Jan Jester, an MCM, bedauerlicherweise. Das war unten in diesem baufälligen Raum, wo gehießen hat, hier darf man nicht den Bass aufdrehen. Ja, wir haben noch ein Selfie gemacht, stimmt. Wir dürfen den Bass in diesem Raum nicht aufdrehen, weil sonst stürzt die Wand ein. Das darf man nicht sagen, das sind doch diese Interna, die man nicht erzählen darf. Ja, aber wir wissen ja nicht, um was es geht. Ach so, nee. Wissen wir selber auch nicht. Ja. Doch, stimmt, wir haben ein Selfie gemacht mit Daniel, habe ich ganz vergessen. Er ist echt nett, wir grüßen uns auch immer, wenn wir uns in der Stadt sehen, aber Herr Kleine und ich auch. Aber ich bin also jetzt... Also das dein Grüßen hat keine Bedeutung, willst du damit sagen? Ich glaube nicht, nee. Auch Hitler würde mich wahrscheinlich grüßen auf der Straße, wenn er mich sehen würde. Gutes Stichwort. Aber auf dem Weg hierhin habe ich meine ehemalige Klassenlehrerin gesehen und aus der 12. Klasse nur. Hat die dich gegrüßt oder sah die aus wie Hitler? Was kommt die jetzt? Die hat vergessen, wie ich aussehe, weil ich war schon mal in ihrer Schule als Dozent eingeladen über sexuelle Vielfalt und Gesundheit. Und da hat sie mich nicht erkannt, wo wir damals echt dicke waren. Und die hat sich voll verändert. Also erstens mal optisch. Die war halt früher so ein Lichtgestalt. Ne? Hat immer so ein... Ich will die gar nicht beschreiben wegen Datenschutz. Aber die war halt eine sehr gestaltende... Mein Gesicht steht unter Datenschutz. Die war halt eine sehr gestaltende Frau und so. Und war halt auch von allen gefürchtet und so weiter. Weil sie halt so doch eine Strenge hatte, obwohl sie auch sehr gütig war. Was ist denn eine gestandene Frau? Naja, die war sehr selbstbewusst. Und sie war halt so sehr... die hat nichts durchgehen lassen. Die war streng, aber auch herzlich. Also sie hatte durchaus auch Leute mal durchgewunken, die irgendwie missgebaut haben. Aber du wusstest irgendwie trotzdem jetzt von ihr Ärger. Jedenfalls war die halt sehr, irgendwie sehr agil und stand immer sehr gerade irgendwie und war sehr wach. Und letztens ist sie langgelaufen, so mit Kappe irgendwie auf und so sehr gebückt und guckte sehr traurig. Und ich habe sie nicht wiedererkannt. Vom Leben gebrochen. Und da hab ich gerade mal so geguckt und überlegt, wie lange das jetzt eigentlich schon her ist. Und ich dachte so, gefühlt bin ich erst so 8 Jahre raus, aber ich bin 12 Jahre aus der Schule raus. 12 Jahre Abitur, Alter, ist mir aufgefallen. Und die 12 Jahre hat sie mehr gezeichnet als mich. Naja gut, in welchem Alter ist sie denn jetzt? Auch schon in den 50ern wahrscheinlich. Ach so, naja, also ich habe das Gefühl zwischen 60 und 70, da geht es halt richtig rund. Runter, so, keine Ahnung, von 30 bis 50 finde ich nicht, dass sich Menschen so krass verändern. Das stimmt. Die werden vielleicht ein bisschen zerknautscht, aber im Prinzip... Eine Kollegin von meinem Freund meinte letztens, dass es mit 50 irgendwie anfängt. So, dass sich alles richtig verändert. Dass es abwärts geht. Haare fallen aus und so. Und na, da habe ich zum Beispiel einen Speedrun gemacht, da brauche ich keine Angst vor. Das stimmt. Wobei, also ich bin ja hier wirklich immer noch gerade am faul sein. Aber es wird nicht lichter, oder? Du hast einfach mal so einen harten Cut bekommen von der Pubertät quasi. Das war wahrscheinlich stressbedingt, weißt du, weil ich so ein hartes Leben habe. Als YouTube-Star. War das dann irgendwie von, weiß ich nicht wann habe ich mir das erste Mal abgeschoren? 2000. Cut for Bimmy. 2018, I guess. Oder so. Hm. Und zwischen 16 und 18, das war wahrscheinlich einfach so stressig für mich, dass ich da einmal so einen richtigen Verfallus hatte. Naja, du hast eben Hitler erwähnt. Ja, genau. Tut mir leid. Das ist immer ein guter Einstieg in lustige Themen. Ich glaube, diese Folge wird so ein bisschen lastig, also ein bisschen Twitter-lastig. Belastend wegen Twitter und lastig, ich weiß nicht, ergibt keinen Sinn. Ich habe mich da jetzt verrannt, aber es wird ein bisschen Twitter-lastig, weil... Und TikTok ein bisschen. Diese Woche war sehr... sehr geschwängert von krassen Comebacks oder irgendwelchen Beefs oder irgendwelchen Sachen, wo es dann Backlash gab. So auch bei Alex Jones. Das fand ich sehr witzig, denn Alex Jones hat zu Hitlers Geburtstag geschrieben. Ja, hier Hitler, Geburtstag, der Typ, der, und das ist eine interessante Formulierung, der so und so viele Millionen Deutsche das Leben gekostet hat. Also nicht jetzt explizit irgendwie von Holocaust erzählt, sondern dass Deutsche gestorben sind. Die armen Deutschen, ja. So, ich weiß gar nicht, ob er das erwähnt hat, heute ist nicht nur 420, heute ist auch Hitlers Geburtstag oder was auch immer, irgendwas in die Richtung. Ich habe den jetzt mir nicht aufgeschrieben, den Tweet oder abfotografiert, whatever. Aber interessant ist, dass darunter plötzlich seine Fanbase richtig scharf gegangen ist. Und wenn es so weit kommt, dass du sagst, okay, cool, Alex Jones, der völlig freidreht und nur Scheiße erzählt, da bin ich jetzt erstmal bei ihm, dass Hitler nicht so gut war. Ja. Also wirklich so das loweste Bar von allen Bars, die man haben kann. Ja. Lowest Bar. Die loweste Bar. Vielleicht ist da ein Barname. Aber kennst du gemeinsam mit Nella? Ja, ich meine, das ist nur, das kann, wir sollten eine Bar aufmachen. Wie dem auch sei,
Und dann kommen seine ganzen Fans, Zuschauer und was weiß ich und sagen, hey, bist du bescheuert, dieses Hitler-Bashing, es geht mir auf den Sack. Ja. Oh Gott, schon diese Aussage. Ja. Das Hitler-Bashing, muss ich einfach mal aufhören, der Mann ist tot, lass ihn in Frieden ruhen. Ja. Ja, genau so läuft das, Leute. So, und das ist halt, ne, also wenn du dir da so eine Zielgruppe zurechtzüchtest und dann da... Also sowas Kontroverses sagst du, Hitler war schlecht. Dieses Hitler-Bäschchen gibt mir auf den Sack, Alter. Das ist so ein Satz. Utopie, sag ich dir. Ja, so und Dystopie, das fand ich einfach sehr witzig. Auch wenn es natürlich total traurig ist, weil diese ganzen verlorenen Seelen... Da kann ich halt auch nichts dafür. Du musst ja auch erstmal in deinem Leben so wenig los haben, dass deine Gewichtung für so einen Scheiß so hoch ist, dass du da hingehst und sagst, ey, lass doch jetzt mal den Hitler in Ruhe. Er kann sich nicht mehr wehren, er ist tot. Ja. Lass den in Ruhe. Er kann sich nicht erklären, vielleicht war er ja gar nicht rechts. Ja, der war missverstanden. Natürlich, selbstverständlich. Er war auch kein Antisemit. Da gibt es doch dieses Video von, ich glaube, war auch Knorkator oder so, dieses Nazis raus, wo aus Versehen ein Messer in Hitler versenkt wird und er sagt, Nazis raus. Nee. Ach so, witzig. Ja. Ja, witzig. So ungefähr war das, glaube ich. Leider, wo ich hier echt gut finde. Ich kenne da so 3-4 Lieder von denen. Ja, das Beste, das einzig Relevante ist natürlich Fern in Algerien. Ja, ist auch geil. Nee, ich bin da traumatisiert. Ich liebe diesen Song. Ich bin so traumatisiert. Der wird nicht nervig, den kannst du so im Dauerloop abspielen, das kennst du ja auch und ich fand das immer lustig. Hm. Ja. 12 Minuten lang. So einen langen Gag habe ich selten gehört. Ich bin da traumatisiert. Ferien in Algerien. Wem es auch leid tut, ist ein MMA-Fighter aus, ich muss kurz gucken, wo der herkam. Ein iranischer MMA-Fighter hat, hier habe ich auch einen Screenshot quasi gemacht, vor seinem großen Kampf, also bei MMA laufen immer so Frauen rum, die so die Rundenzahl anzeigen, ne? Und dann haben die so knappe Höschen an und zeigen so eine 1 hoch, eine 2 hoch, damit man weiß, welche Runde gerade ist. Ich möchte da einen Mann in knappen Höschen sehen. Und es sagte sich wohl auch der iranische Fighter Ali Haibati. Denn der hat dieses Ringmädchen in den Arsch getreten quasi. Also hat so einen Klaps mit dem Fuß gemacht. So als weiß ich nicht, Ermahnung oder so. Also es gibt Gerüchte, dass ihm das nicht gefallen hat, dass er die Frauen so leicht bekleidet da rumlaufen. Also weiß nicht, ob das stimmt. Hat sich, glaube ich, nicht dazu geäußert. Ach so, weil die dann nicht verhüllt sind oder was? Genau. Und zwar wohl in Russland, wenn ich es richtig gelesen hatte. Und er durfte zwar den Kampf zu Ende machen, aber es gab richtig noch Stress. Also irgendwie ist während des Kampfes auch eine Massenprügelei im Publikum losgetreten, was ganz ironisch ist. Die haben sich alle gegenseitig in den Arsch getreten. Genau, und dann wurde quasi dieser Ali Haibati lebenslang gebannt von der Gesellschaft, weil es einfach respektlos ist und so. Ja, da hat er sich mit Marschtritt selbst rausbefördert aus der Liga. Huh. Ja, doch, I see. Das war gerade so eine UFC. Ja. Das war gerade so ein großes Thema in der Bubble. Ich habe es auch gesehen, ich fand es auch irgendwie frech von dir, also einfach unnötig, weißt du? Ja, da sieht man wieder, warum Wrestling besser ist, weil da kriegen ja Frauen permanent aufs Maul und das ist Konzept. Da gab es aber auch schon Ausnahme. So Sachen in der Art irgendwie. Da gab es irgendwie eine große Ankündigung von der WWE und alle Wrestler waren quasi auf der Rampe oben und standen da. Vince McMahon und seine Tochter sind halt quasi zum Ring gelaufen, haben eine Ankündigung gemacht, sind dann zurückgelaufen und Vince ist halt vor seiner Tochter gelaufen und Titus O'Neil, den Wrestler, hat quasi ihn festgehalten und meinte so, lass doch deine Tochter vorgehen als Gentleman und so. Da hat er ihn so gepackt irgendwie und da gab es richtig Ärger für Titus O'Neil. Da hat er auch irgendwie... Wurde der erstmal angepisst. Da wurde suspendiert, ne, das weiß ich nicht, aber suspendiert auf jeden Fall. Der Vince, der kleine... Also auch die WWE war Vince McMahon's Zeit nicht ganz ohne. Aber jetzt gibt es ja einen neuen Chef, Triple H, Paul Levesque. Mhm. Und jetzt läuft wohl alles ein bisschen entspannter. Aber das kurz dazu, fand ich irgendwie eine mittelmäßig witzige Nachricht. Triple H habe ich auch nachts am Leipziger Bahnhof gesehen. Echt dreimal, ja? Wurde sich da schön in die Adern reingewamst. Da haben sich geimpft. Ja. Geil, das freut mich, dass da die Frau Arsch aus Stahl bewiesen hat. Ja, an quasi. Dem der iranische Mann zerbrochen ist. Ich habe hier noch was von deiner Tagesschau. Das war noch nicht fertig. Ich weiß, wir kommen gleich zu den großen Themen, die da wären, sage ich euch gleich. Ach, kein Stress. Ein Gerücht über den Vergewaltigungstag. Ja. Hier habe ich auch hier stehen. Das war aber auch so ein TikTok-Trend irgendwie. Ja, irgendwas aus 2021. Aber ich habe mir das auch nur wegen einer Sache aufgeschrieben, beziehungsweise
abgescreenshottet, damit ich das nicht vergesse. Also es ging erstmal darum, dass irgendwie der 24. angeblich der internationale Vergewaltigungstag ist, der Rape Day, wo das dann okay ist, Frauen zu belästigen, und das soll man dann machen. Und so eine Arschloch-Purge quasi, eine Purge für Arschlöcher. Hast du Frauen jetzt Arschlöcher genannt? Nee, die andere Seite. Ja, aber die werden ja nicht gepurcht, weil es ist ja, also die haben ja keine Nachteile davon. Laut diesem Gerücht, weil es ja erlaubt ist. Ja, deswegen ist es ja auch eine Purge. Purge ist doch der Begriff für, es ist erlaubt. Ja, ist aber bezieht sich dieses Purgen nicht darauf, dass die Leute weggepurcht werden? Ja, kann auch sein. Egal. Ist Wurst. Man sieht, das ist eine Filmreihe, die an mir vorbeigegangen ist. Die habe ich nur peripher mitbekommen. Die war auch so mittelmäßig. Also so die ersten drei Filme waren noch ganz okay. Und dann wurde es ein bisschen, weiß ich nicht. Gibt es so viele jetzt von? Also fünf oder so, und auch eine Serie. Scheiße. Die Serie war richtig schlecht, hat mir gar nicht gefallen. Naja, wie dem auch sei, ja, das ist wieder so ein TikTok-Gerücht-Trend, was auch immer. Und dann haben die ermittelt, wo kommt das her? Gab es da ein ursprüngliches Video? Nee, wahrscheinlich nicht. Und dann kommt der für mich witzige Satz. Den findest du vielleicht wieder nicht so witzig. Aber Experten vermuten, dass dieses Gerücht aus der frauenfeindlichen Szene stammt. Ja, ach. Was ist denn die frauenfeindliche Szene? Also Incels und so. Ja, aber also, ich weiß nicht, das als Szene zu bezeichnen. Ich hatte ja da schon mal, und da gehe ich sehr viel eher mit, ich hatte da schon mal Zwist, Zank und Raufhändel mit Sulfeng, als ich gelacht habe über die vegane Szene. Weil für mich bei einer Szene irgendwie ein bisschen mehr dazugehört, als wir essen halt kein tierisches Produkt. Also das ist für dich eine Szene. Definiere mal. Ja, da gehört halt irgendwie eine Form von Kultur dazu und eine Form von vielleicht auch Optik, die das irgendwie klar darstellt. Weißt du, wenn du jetzt sagst, die Punk-Szene, hast du ja direkt irgendwie so ein gewisses Bild im Kopf. Ist aber auch sehr schwammig, Punk-Szene. Natürlich ist es schwammig, aber das ist ja alles immer schwammig. Wenn du jetzt sagst, die rechtsradikale Szene, hast du auch ein grobes Bild im Kopf, was da für Handeln rumlaufen. Alles, was links von der SPD ist, für mich, nee, Quatsch, rechts von der SPD ist. Ja, so, und wenn du das bei vegan machst, dann denkst du halt nur an Klischees, die aber dann in der Regel nicht stimmen. Also irgendwie die Filz-Mutti aus der Waldorfschule. Aber gehören Klischees nicht immer dazu, wenn du sagst, irgendwie man geht auf die Optik und wie, so? Wie gesagt, ich gehe ja mittlerweile ein bisschen mit diesem veganen Szenen-Ding, aber wir treffen uns und essen zusammen. Das ist für mich halt keine Szene so wirklich. Auch wenn ihr halt bestimmte Formen... Also wenn sich jetzt ganz viele Leute weltweit treffen, um ausschließlich Pudding zu essen, ja, dann würde ich das irgendwie ein Phänomen nennen, aber ich würde nicht sagen, das ist die Pudding-Szene. Weil da gehört irgendwie noch mehr, weißt du? Ist auch schwierig, weil Szene hat ja auch eine Doppelbedeutung. Ne? Also hier steht, bezeichnet in Bildung und Substantiven seltener mit Adjektiven den charakteristischen Bereich von etwas Alternativ, Drogen, Jazz und Kulturszene. Also eher sowas, ein charakterlicher Bereich. Selbst Alternativszene finde ich halt so schwammig, weil das kann ja auch alles sein. Das ist alles, das ist keine Frage. Aber Drogenszene, das geht eher gegen meins, weil Drogen nehmen ist jetzt auch nicht ausreichend. Allerdings, wenn du sagst, die Drogenszene gehört da ja auch viel dazu, weißt du, dass das so düstere Milieus sind, wo man sich die Drogen beschafft. Ja, das Wort Szene ist doch eh schwammig. Und hier habe ich eine gute Definition gefunden von Bucher, Niederbacher und Hitzler aus ihrem Buch aus 2001, keine Ahnung. Jugendkulturen. Das Bucherbuch. Mit Szenen bezeichnet man thematisch fokussierte kulturelle Netzwerke von Personen, die bestimmte materielle und oder mentale Formen der kollektiven Selbststilisierung teilen. Ja, ein Netzwerk. So, und ich würde jetzt sagen... Muss ja nicht sein. Na, das steht doch. Da hast du es gerade vorgelesen. Ja, also... Kulturelle Netzwerke von Personen. Was denn das Netzwerk? Also, muss ja nicht verknüpft sein. Aber für mich war Szenen immer einfach etwas... Ein Bereich von Leuten oder ein Teilbereich von Leuten, die etwas teilen miteinander. Ob das eine Fetischszene ist, ja, oder ob das jetzt halt eine Vegan-Szene ist, es sind einfach Menschen, die denselben Konsens haben von, in dem Fall halt, dass sie halt keine tierischen Produkte essen. Aber fühlt sich das nicht für dich komisch an, wenn du sagst, ja, ich bin in der Fußfetisch-Szene? Das ist so speziell und frauenfeindliche Szene, Alter, ich weiß nicht. Naja, aber wie gesagt, Szene ist doch nur etwas Verbindendes. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, die Nosferatu-Szene oder so. Stell dir mal vor... Nee, das ist viel zu klein. Das hört sich auch völlig falsch an. Das hat doch keine Größenordnung, die es unbedingt einhalten muss. Kann doch eine kleine Szene sein. Ja, wie hier in Weimar, die Theaterszene. Ist auch überschaubar, ja. Aber ich kenne die halt alle zum Beispiel. Ist auch recht klein.
Weißt du? Ja, aber die ist ja nicht auf Weimar begrenzt. Also klar gibt's das in Weimar, nein, die Weimarer, aber die gibt's ja weltweit trotzdem. Aber die Weimarer Theaterszene zum Beispiel, kannst du dir vordefinieren, was eine Weimarer Theaterszene ist. Weiß und ich finde, nicht. Die veganen Szene, jetzt erzähle ich mich dazu, wenn die sagen würden, hier braucht jemand aus der veganen Szene. sorry, das klingt so falsch, Alter. Klar, man könnte natürlich auch sagen, dass man, ich bin vielleicht deswegen nicht in der Szene drin für dich, weil ich jetzt keine Figur bin, die man kennt als Vegan, weißt du? Ja. Ich bin jetzt nicht Attila Hildmann, der ist vielleicht in der veganen Szene, so, weißt du? Weil der ist irgendwie Kochbuchautor und so. Der ist ja so drin. Ich aber kann, kann mir eigentlich drauf, bei welcher Szene jetzt? Ja, wegen der Frauenvergewaltiger-Szene. Genau, männerfeindliche Szene. Also es gibt doch zum Beispiel auch Online-Foren, wo sich diese Incels austauschen, Frauenleichen posten und so. Und es gibt durchaus Netzwerke in dieser Szene, weißt du? Es klingt trotzdem falsch. Stell dir vor, ja, du bist bei einem Filmdreh, ja? Ja. Und der Regisseur kommt auf dich zu, ey, Herr Rana, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Wir brauchen jetzt ganz dringend mal jemanden aus der veganen Szene. Das würde der noch nicht sagen. Der würde sagen, hey, kennt jemand einen Veganer? Weißt du, das ist so. Ne, aber andersrum, wenn du jetzt irgendwie eine Talkshow hast und sie reden zum Beispiel mit jemandem, der veganer Kochbuchautor ist, das vielleicht hilft man jetzt ein scheiß Beispiel, weil der einfach ein Fascho ist, aber man kann ja zum Beispiel sagen, hier, und sie sind noch vernetzt in der veganen Szene, sie kennen doch so ein bisschen die PETA-Leute und so. Es ist schwammig. Es klingt, klar, ich, ganz ich kann es verstehen, dass man so auf so eine Ebene ziehen kann, von wegen, dass Leute, die irgendwie verknüpft sind und die irgendwie jetzt bei PETA arbeiten und die Restaurants haben vegan. Aber ich sehe mich auch als Teil der veganen Szene, weil ich einfach vegan lebe und auch bewusst vegane Restaurants aufsuche zum Beispiel. Und die männerfeindliche Szene, das soll ja einfach nur beschreiben, dass es ja ein durchaus Netzwerk und einen Kult gibt, der frauenfeindliche Narrative erzählt und frauenfeindliche Bilder erzählt und Geschichten beschreibt. Ja. Ich finde das Wort voll angemessen. Ist okay, wir sind jetzt auch relativ lange bei diesem kleinen Nische-Ding, wo ich einfach nur mal kurz drüber lachen wollte, gelandet. Aber. Und auch unsere Podcast-Hörer-Szene zum Beispiel. Die gibt's auch. Unsere ist Szene. Ist das so? Das ist unsere Szene da draußen. Na gut, es gibt dann noch die Anzeigenhauptmeister-Szene. Da ist exakt eine Person drin, die sich immerhin. Jetzt. Nee. Safe nicht. Es gibt viele Menschen, die sich als Hobby auferlegt haben, Menschen anzuzeigen. Und da gibt es eine Anzeigen-Szene. Ich kann mir das jetzt hier nicht angucken, weil ich natürlich in dieser Drecks-App nicht drin bin. Eine Hobby-Anzeigen-Szene. Nee, ist hier so ein fucking TikTok-Video. Das habe ich mir halt im Browser angeguckt. Also Zinser habe ich noch nie gehört. Zinser hat jetzt den Anzeigenhauptmeister gekauft und macht halt so, versucht so ein virales Video zu erzeugen, wie er Leute auf der Straße anzeigt wegen ihrer Kleidung. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Und es ist halt super scheiße, weil es offensichtlich Laienschauspieler sind, die da auf der Straße, und dann wird aber einer von denen zensiert, so von wegen, haha, das ist ja gerade echt. Aber es ist absoluter Bullshit. Und Zinser ist halt irgendwie so ein Modehaus. Wahrscheinlich relativ speziell, irgendwie Nische in irgendeinem Bundesland, was weiß ich, keine Ahnung. Ich kenn's nicht, will's auch nicht kennen. Und das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das ganz komisch, wenn der jetzt. Also jetzt finde ich es weniger schlimm, wenn er verprügelt wird. es ist eher so, dass sich das noch mehr zeigt, dass er nicht so richtig weiß, was er eigentlich da tut. Nee, weißt oder du? Erst recht weiß, was er tut. Dass es ihm wirklich um den Fame geht, wie MCM sagen würde. Und jetzt nicht explizit, weil er da so eine Mission. Ich weiß nicht, ist alles irgendwie komisch. Der nimmt auf jeden Fall jetzt gerade alles mit. Genau. An sich kann man ja sagen, macht er ja clever. Aber irgendwie hat so Geschmäckle. Wer weiß, wie es weitergeht, aber irgendwann eine eigene Doku-Reihe bekommt, so wie heißen sie, Harry und Stalli oder so bei Sat.1 oder Woolies RTL oder 2, die Goonies und sowas, genau. Und, keine Ahnung. Und die Landolfs am Schrottplatz und so. Aber das wird, glaube ich, relativ schnell langweilig, oder? Kommt drauf an, wie sie es erzählen. Das würde halt theoretisch nur davon leben, dass möglichst viele Leute sich aufregen, glaube ich, weil sonst wäre das nach einer Folge. Hast halt alles gesehen. Der läuft rum und schreibt Autos auf. Nee, aber es kann ja seine Vielfalt zeigen, wie viel er über die Gesetzeslage weiß. Ne? Es sind ja nicht nur Falschparkende, es sind ja auch noch Leute, die irgendwie, weiß ich, zum Beispiel, wenn Leute vor ihrer Haustür eine Bank haben, zum Beispiel, die sie aber nicht aufstellen dürfen, weil der Gehweg ist zum Beispiel Gelände der Stadt zum Beispiel. Da gibt es ja auch so Leute, die dann ihre Bank wegstellen mussten und so. Er kann ja einfach ganz viele Vergehen aufzeigen damit, die man nicht machen darf, auch als Bildungsauftrag. So ein bisschen wie bei Extra 3, dieses Irrsinn aus Deutschland,
wo sie so aufzeigen, wie dumm eigentlich viele Regelungen sind und wie kleinlich die auch sind. Klar, er profitiert davon, er kriegt Geld von, dann von der Produktion, er kriegt Geld von, vom Staat wahrscheinlich auch für diese Anzeigen. Gibt es ja nicht so eine App dafür, wo er irgendwie profitiert. Aber letztendlich zeigt er ja auch den Leuten, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Der hat auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich. Er kriegt einen Kinofilm, sag ich dir. Wir alle haben eine ganz große Zukunft vor uns wegen Klimakrise. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Stimmt. Und Hillary Clinton hat auf jeden Fall, jetzt kommen wir in diese Twitter-Sektion, die hat auf jeden Fall richtig den Vogel abgeschossen diese Woche. Die hat einen Tweet gepostet, da steht: What's at stake for our climate in this November's elections? Absolutely everything. Und dann kommt sie mit einem Graphen, wo man den CO2-Ausstoß in Milliarden Tonnen der USA sieht. Und dann sieht man quasi Trump, Biden und das Target. Also sie macht natürlich ihr Wahlkampf für Biden, ja, ihren demokratischen Homie. Und bei Trump werden halt 4 Milliarden Tonnen mehr als bei Biden. Aber es juckt dir doch nicht, die Trump-Wähler. Ja, das ist ja egal, aber trotzdem, es geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen darum, die Nichtwähler zu motivieren, doch mal zu wählen. Mhm. Auf jeden Fall, bei Trump geht es quasi geradeaus weiter. Bei Biden ein bisschen abwärts, aber bei Biden geht es einen kleinen Knick und geht dann geradeaus weiter. Mhm. Und beide segeln halt wirklich extrem am Target vorbei. Mhm. Und da fragt man sich, wieso hat sie das gepostet? Also, was sagt das aus? Cool. Alle beide gehen meilenweit am Ziel vorbei, aber beide ein bisschen weniger. Es ist wirklich so, vor allem hätte sie theoretisch das hier so abschneiden können und dann wäre es besser gewesen. Also ist bei 2030 quasi, ist Biden noch relativ nah am Target und dann geht es halt weg so. Weil sie halt eine Ehrenfrau ist, ist eigentlich nicht. Absolut. Ja, ich habe auch letztens irgendwie gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass Obama wohl auch mehr Leute abgeschoben hat, als Trump gemacht hat. Der hat auch die Folter in Dingsens wieder Guantanamo angezogen, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Das ist jetzt wieder 18, wir wissen, aber der hat auf jeden Fall die Drone-Strikes hat er vermehrt. Und noch irgendwas war es, wo man sagt, der Friedensnobelpreisträger macht jetzt mehr Drohnenangriffe, super geil. Aber ich dachte, Guantanamo war so ein Ding, was er stoppen wollte, aber nicht konnte. Dass ihm trotzdem die Hände gebunden waren, trotz allem. Du bist ja als Präsident nicht allmächtig. Ja, bei dem, da möchte ich nicht nochmal was sagen, weil das weiß ich wirklich nicht. Aber dieses Drone-Strikes-Ding ist halt wirklich so. Und das fand ich halt so spannend, weißt du, weil ich hab das in einem Artikel gelesen, wo es darum ging, wie viel besser doch Trump ist als Obama. Und dann argumentieren die aber mit einer Sache, die sie eigentlich besser finden müssten als Trump-Wähler, weißt du? Mhm. Weil die wollen ja eigentlich mehr Abschiebungen haben. Aber argumentieren gerade damit, dass Obama ja besser, also schlechter war für uns, weil er mehr abgeschoben hat. Hm. Aber eigentlich wollen die ja mehr abschieben. Das war irgendwie so ein Widerspruch, den ich nicht ganz gerafft habe. Das heißt, eigentlich müssten die ja die Seiten tauschen, weißt du? Eigentlich müssten die ganzen linkeren oder nicht so rechten Wählenden in den USA dann Trump wählen, weil der ja weniger abschiebt. Und die Faschos, die halt Amerika schon weiß halten wollen, die müssten ja dann Obama gewählt haben, weil er mehr abgeschoben hat. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Ja, das ist immer je nachdem, wie es gerade passt, glaube ich. Ich denke auch. Bleiben wir noch ein bisschen bei Twitter, da gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Elon Musk, der Babo von Twitter, hat nämlich auch einen abgesetzt, der viral gegangen ist. Believe what you see, not what you're told. Mhm. Und dann gab es darunter das Comeback: Okay, I've been told you're a genius, but I've only ever seen you behave like a fucking moron. Und das war auf jeden Fall ein richtig guter Burn. Diese beiden Tweets sind extrem viral gegangen diese Woche. Aber da kommt noch mehr. Aber ist der gebannt worden dafür? Ich hoffe nicht, das wäre ja richtig, richtig nochmal erbärmlich. Ich habe letztens ein schönes Bild bei Instagram gesehen, das kann auch schon älter sein, wo Elon Musk sowas in der Art, ich habe es sogar gespeichert, wo Elon Musk sowas in der Art geschrieben hat, wie es gibt ja Meinungsfreiheit auf meiner Plattform, da hat jemand aber dann einen Beweis gebracht, dass es nicht so ist. Und jetzt finde ich es natürlich gerade nicht, Screenshots. Ja, genau, hier. Ich weiß nicht, wann das gewesen ist. Hier, don't take my word for it, just ask the Australian PM. Also Free Speech und X, Truth. Und Twitter übrigens. Genau, Twitter und Censorship, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter, Threads. Mhm. Und da hat jemand drunter kommentiert, nämlich Neelix Best Buds, hat einfach nur die zwei Worte Cis-Person kommentiert und stand schon hier, this post may violate X's rules against hateful conduct.
Ja, das ist natürlich witzig, aber zumindest kann man es lesen. Es wurde ja in dem Sinne nicht zensiert. Das stimmt, aber schon so dieser Anmerkung. Aber ja, es ist trotzdem Quatsch. Also ja. Es ist weil Cis-Person ist ja jetzt keine Hassformulierung, sondern Cis-Person ist ja eine wissenschaftliche Bezeichnung für Menschen, die halt mit dem Geburtsgeschlecht übereinstimmen, weißt du? Ja, aber das sagen Leute, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ach so. Und deswegen ist das Hate Speech. Das wusste ich nicht. Hate Speech Baxter. Es gibt da noch Nikki Haley, die ja ursprünglich auch mal republikanische Kandidatin werden wollte. Die hat gesagt, Border Control has ceased. Ich sag's jetzt einfach auf Deutsch. Das eben habt ihr hoffentlich auch verstanden. Mach mal auf Spanisch, bitte. Auf jeden Fall sagt sie, dass die Grenzkontrolle gerade Fentanyl in großem Stil zusammengesammelt hat, was jedes Jahr tausende Amerikaner tötet. Und dann sagt sie, wo sind Joe Biden und Kamala Harris? Hä? Die sind nowhere to be found. Und dann sagt jemand, nowhere to be found? Their fucking Border Patrol just seized enough Fentanyl to kill every single American this fiscal year. Have you heard? Also genau das, was sie sagt, haben natürlich diese beiden veranstaltet, ja, haben sie veranlasst. Aber aus ihrer Sicht sollten die wahrscheinlich selbst an der Grenze stehen und das persönlich da abholen. Ja, wieder so, wie es passt halt, ne? Es ist unfassbar. So, das waren so diese drei sehr viralen Tweets diese Woche. Aber ich mag sowas. Da habe ich so ein kleines, so dieses, so ein Gacha, so ein Burn. Das macht mich glücklich. Du meinst die X's, nicht die Tweets? Nee, die X's. Nee, da weigere ich mich, du Cis-Person, du... Also, weißt du, ob ich eine Cis-Person bin? Vielleicht bin ich auch einfach eine Trans-Person, weißt du ja gar nicht. Das stimmt. Ich habe hier noch was. Ja, da wirst du nicht viel sehen. Das ist nur für meine Erinnerung gewesen. So. Also Trump hatte eine Gag-Order und darüber... Also eine Witzordnung quasi. Genau, sehr gut. Und es gab einfach einen Fox News-Beitrag darüber. Ich weiß, das ist gerade wieder so ein bisschen in Amerika, aber das ist für mich zu witzig und vielleicht für euch auch. Da gab es einen Fox News Beitrag drüber, der arme Trump, der wird jetzt genötigt, weil er angeklagt ist, dort zu sitzen, weil der ja auch eingeschlafen ist und so, ne? Ja doch, er muss ja auch Wahlkampf machen, also der hat schon so einen Punkt damit, ne? Ja, aber nein, hat er nicht, weil wenn du verurteilt wirst oder potenziell verurteilt wirst, dann musst du natürlich da diesen Sachen nachgehen. Ja, aber ich verstehe diesen Punkt, dass er halt sagt, irgendwie, ja, ich müsste jetzt gerade Wahlkampf machen und so. Aus der Sparte aus verstehe ich zumindest die Trump-Anhänger, weil die halt argumentieren können, ja klar, gerade zum Wahlkampf muss er vor Gericht sein. Es wird aber ja, es geht natürlich nicht besser. Es geht in eine ganz andere Richtung, Tino. Ja. Dieser Mensch, Jesse Waters, das ist einer von diesen Fox News dummen Leuten, die immer so wie Tucker auch damals so offener Mund und ich gucke dumm, der sagt, der wird gezwungen, da 40 Stunden die Woche auf diesem Stuhl zu sitzen und sich das anzuhören. Ja. It's torture. Ah, das ist Torture? Ah. Das ist also die Definition von einem normalen Bürojob ist für diesen armen, gebrechlichen Mann Qual und wirklich Folter. Hm. Und das ist halt sowas von nicht self-aware, was da gerade passiert. Was, wenn die Gerüchte über Guantanamo stimmen und da passiert überhaupt nichts Schlimmes? Die sitzen müssen einfach nur da sitzen, ja. Müssen sich irgendwas anhören, ja. Von einem wirklich. Richter. It's torture. Ja. Und der sagt das halt so komplett unironisch. Das ist so, oh, Alter, es ist wirklich so... Oh, überhaupt nicht aware. Ja, also dieser arme Mann, der auf der einen Seite natürlich die strahlende Galionsfigur ist mit dem fetten 6- und 12-Pack, ja, der aber jetzt zu gebrechlich ist, um sich da mal ein paar Stunden irgendwie was anzuhören, woran er selber schuld ist. Sleepy Donald. Ja. Sleepy Trump. Einfach sehr, sehr großartig, muss ich sagen. Der arme Mann. Aber ich hoffe, dass er verurteilt wird. Also, wenn er verurteilt wird, dürfte er trotzdem gewählt werden. Ne? Ja. Das ist ja nicht wie hier. Ich glaube, Höcke ist ja auch gerade vor Gericht wegen Volksverhetzung und so. Und wenn er verurteilt ist, kann der Richter seine Wählbarkeit quasi aberkennen. Aber das ist in den USA, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe noch was bist du mit Amerika gerade, also in deinem Ja, ich habe hier noch amerikanische Streamer Tyler One und Makale Blubblubblubblubblubblubblub, die haben jetzt ein Kind gekriegt, herzlichen Glückwunsch. Ach, der Kevin allein zu Hause Darsteller? Nee, ich keine Ahnung, das ist eine Streamerin, Makalela, ich habe sie noch nie gehört, Tyler One kennt man, das ist halt dieser... Ich dachte McCulkin. Dieser Glatzköpfige, der so irgendwie in die Kamera guckt, aber ich habe noch nie was wirklich von dem gesehen. Und das war ein ganz großes Ding, weil das halt so zwei Streamer sind, die jetzt... Hey. Die haben ein Kind bekommen. Die haben jetzt ein Kind. Wow. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, in 9 Jahren macht das Gu-Gu-Gu und machst dann hier Möwen-Weltmeister.
Schrei. Das wäre eine Errungenschaft. Also ich wäre auf mein Kind stolz, wenn es Weltmeister werden würde oder Weltmeisterin werden würde im, weiß nicht, was war es nochmal, Möwenpick. Möwenimitation. Möwenpick, ja. Ich habe noch etwas Spannendes gesehen. Das ist wohl eine neue Werbemasche. Und zwar hat eine Frau geschrieben, dass sie in ein Restaurant gelockt worden ist und wurde halt von ihrem Blind Date quasi geghostet. Der Artikel ist schon jetzt vom Dezember 23. Ich fand das eine ganz spannende Masche, die ist mir nie vorher aufgefallen. Sie wurde quasi über eine Online-App eingeladen, in ein Restaurant zu kommen und so und saß dann da, hat dann noch gegessen, aber da kam einfach nicht der Typ. Und war aber gezwungen, allein halt da zu essen, weil sie dachte, wenn sie schon mal da ist, isst sie halt. Und sie ist wohl jetzt aufgeflogen als Business-Geschäft, also als Business-Geschäft, als Business-Geschäfts-, sagt man, Geschäfts-, Strategie, Business-, Strategie, Business-Masche, genau, das ist sehr gut. Und zwar das Restaurants, wo tatsächlich bei Dating-Apps sich Profile anlegen, Leute da irgendwie um Finger wickeln, sich in ihren Restaurants verabreden und nicht auftauchen, um Gäste zu bekommen. Aber das kann doch sich nicht rechnen. Also bis du da so ein Date raus hast, das dauert ja vielleicht auch 1-2 Stunden Investment. Diese Leute, die das machen, müssen ja dann bezahlt werden. Und essen die dann da so viel, dass sich das lohnt? Denken die, dass sie dann, wenn die da einmal versetzt worden, dass das das neue Lieblingsrestaurant wird? Oder? Nee, aber dass sie wenigstens einmal tatsächlich also dass sie für diesen Abend mehr Gäste haben. Für diesen einen Abend. Naja, hier schreiben sie zum Beispiel, es scheint wohl so zu sein, dass von 9 von 10 Mal essen die Leute halt trotzdem da einfach was, obwohl sie sitzen gelassen wurden. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann, wenn die einmal da sind, was essen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unbedingt wiederkommen wollen, weil die halt das mit was Schlechtem verbinden, theoretisch. Oder es war lecker. Und dann sagen sie, nächstes Mal hier, ja, ich wollte... Wenn es so lecker ist, hätten die diese Masche nicht nötig. Ja, aber vielleicht hatten die das Restaurant vorher ja nicht. Und dann haben die jetzt diese coole Masche und können sagen, ey, hier, ich hatte ein Date irgendwie gestern mit Herbert, oder er kam nicht, oder mit Horst, der war beschäftigt mit Brennpunkt hören und so, und jetzt kann... ja. Und lass uns da einfach mal morgen hingehen. Echt lecker. Das kann schon sein. Und der Artikel wurde geschrieben von Unje... Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Furchtbar, Unje... Ist das relevant für was? Damit die Leute es nachlesen können. Ach so. Unje Buzulutski und Monika Buzulutski. Und Monika Pasu Konjete. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ist es eine Masche, glaubt mir einfach. Ich glaube, am hilfreichsten für dieses Restaurant ist eben jener Artikel, der das zum viralen Marketing dann erst macht, weißt du? Wenn das an eine Person gerät, ist es nicht weiter spannend, diese eine Person. Aber wenn jetzt im Internet steht, guck mal, da gibt es so eine Masche bei dem und dem Restaurant, dann funktioniert das eher. Das stimmt leider. Ja, so, ich habe hier doch noch so einen kleinen saftigen Kolben rumliegen. Genau, damn, that's interesting. Das war einer der Top-Posts auf Reddit diese Woche. Das fand ich sehr interessant, das hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Hier, how close South Korea came to losing the war. Also man weiß ja, Nord- und Südkorea ist voneinander getrennt, aber ja. Wie da genau die Geschichte ist, also ich habe das nicht auf dem Schirm. Oder? Ich wusste das also mal. Doch. Ist ja irgendwie klar, dass die mal einen Konflikt hatten, aber wie das genau aussah, weiß ich nicht. Aber da gibt es ein gutes Video von Mr. Wissen to Go. Ja, okay, das Gebühren, nee. so, und da sieht man nämlich, dass quasi Nordkorea, Südkorea einmal fast komplett eingenommen hatte. So. Nur der kleine Zipfel unten rechts und dann haben sie sich zurückschlagen können. Hat ganz lange gedauert. Krass, Alter. Und dann sind sie fast komplett in Nordkorea einmarschiert. Dann weiß ich nicht, was da oben in China passiert, weil da irgendwie plötzlich die Färbung sich verändert. Vielleicht ist China dann mit eingestiegen. Ja, sieht nämlich so aus. Und dann wurden sie wieder zurückgeschlagen und dann sind sie irgendwann bei den heutigen Grenzen. Spannend, das ist eine coole Übersicht, dass man das so richtig sehen kann, so im Zeitraffer quasi viele Millionen ja. Menschen da mitgemacht haben und so. Ich vermute heftig. Halt, wenn Südkorea verloren hätte, da würden wir heute nicht über Nordkorea lachen, da wäre es echt ein bisschen brenzlig. Aber das sieht mir doch sehr aus wie chinesische Truppen, die hier nach und nach geschickt werden. Scheint so, ja. Ja, das auf jeden Fall top Reddit-Post und fand ich interessant. Deswegen ist es auch in dem Subreddit Damn, that's interesting. Es gibt wohl auch so ein, was war das, Mastodon-Account oder so? Masturbator? Mastodon-Account ist so eine Twitter-Alternative, so ein bisschen mehr oder weniger. Und die nur auf deinem eigenen Server stattfindet. Und da gibt es wohl auch einen Account, der heißt irgendwie, was zuerst mal im Bundestag gesagt worden ist. Das heißt, der liest alle Skripte des Bundestages so und postet dann Wörter, die ja zum ersten Mal gefallen sind seit der Existenz des Bundestages. Aha. Wie irgendwie Mobilfunkanbieter oder sowas. Okay. Ne?
Das finde ich ganz witzig. Doch, ja. Ist ganz geil. Ich wollte noch gucken, ob es das auch bei anderen Sachen gibt. Bei Threads. Ich habe jetzt Threads seit neuestem. Habe ich gesehen. Habe ich auch in die Oase gepostet. Ich habe nämlich Benachrichtigung bekommen. Tino nutzt jetzt Threads. Echt? Oh boy, habe ich gesagt. Hast du gepostet? Hast du direkt erstmal alle da abgewatscht? Hast du mich gar nicht verlinkt in der Oase? Ich habe es gar nicht gesehen. Nee, scheinbar nicht. Schau ich nochmal gerne nach. Und, machst du da alle fertig jetzt? Ich habe da zwei Posts bis jetzt gemacht. Die ist die doch alle mal. Ich habe 96 Follower schon innerhalb von wenigen Tagen. Geil. Einmal habe ich geschrieben, schön hier, gleich 7 Likes und 6 Kommentare. Und dann habe ich geschrieben, 100% aller Straftäter in den Bundestag sind Teil der AfD-Fraktion. 21 Likes, 36 Kommentare und 7 mal re-threaded. Da hast du natürlich wieder die Masse geplayt, ne? Man muss nur die AfD erwähnen und auf einmal rödeln die Responses. Ja, fand ich ganz witzig. Aber ist es auch so ein Cesspool? Hast du hier so Leute, die sagen, Hitlers Geburtstag ist ein geiler Tag? Ja, was dann zuerst kommt, ist Ablenkung, ne? Hier, was ist mit Cum-Ex und mit Cum-Ex und Scholz und so weiter, ne? Eher andersrum und so, was aber nicht stimmt. Also ist echt nachgewiesen. Wenn meine Quelle stimmt, ist es echt, ich habe nachrecherchiert, und zwar im Bundestag sitzen halt ein paar Straftäterinnen und die sind alle in der AfD-Fraktion. Mhm. Wenn die aber dann kommen, andersrum macht Sinn, stimmt aber nicht. Also es sind echt nur Leute, ja, das sind aber die gefühlten Fakten, die sind mehr wert. Na klar. Hier gibt's von dw.com und Korrektiv eine Recherche dazu. Ja, das war Threads, ist jetzt mein großes Ding, also mein Ding. Dein Pulverfass, was du jetzt, du hast dir gedacht, ein bisschen geistige Gesundheit kann nicht schaden. Naja, also ich mache jetzt öfter mal so Facebook-Detox und lösche manchmal für ein paar Tage von meinem Handy und so, habe auch Jodel gelöscht zum Beispiel. Das ist doch sehr klug. Jodel ist sehr toxisch und jetzt habe ich mir Threads eingefangen, bin da schon in meiner Bubble ziemlich drin, also hat auch so einen Bubble-Effekt. Da interessiert mich aber, warum du das Wort toxisch bei Jodel verwendest, weil ich fand Jodel einfach sowas von, ich weiß nicht, ich finde nicht das richtige Wort. Es war belanglos am ehesten oder so. Also die Idee von Jodel finde ich ja geil, so, das ist dieses lokale Ding, ja. Aber dann war da halt nur jeder Poster, da ist eine Gatze, hahaha. Fleisch ob Lässe, und es war nie was Relevantes, weißt du? Scheiße. War es aber sehr frühzeitig doch bei Jodel. Es fing wohl auch wieder so an wie Facebook quasi als Uni-Ding, dass du quasi, du hast nur Postings gesehen aus deinem Umfeld, so nächsten, weiß ich nicht, 20 Kilometer oder so. Das ist wie eine Art schwarzes Brett, wo du einfach was posten kannst und es ist anonym. Ja. Also ohne, dass du das rückführen kannst. Keine Profile und so weiter. Und du bist immer nur, in jedem Jodler wirst du halt neu nummeriert. Entweder bist du irgendwie OJ, also Originaljodler, oder bist halt 1, 2, 3, 4, 5 so. Das war ein Riesenvorteil. Was aber auch zu viel Hass geführt hat, und inzwischen wurde auch Jodel übernommen von der dummen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, von der dummen Szene. Und es war sehr viel auch AfD-Werbung drin, viel Politik, viel Hass und selbst so belangloses Zeug, was du postest, wie zum Beispiel hat weiß nicht, der Friseurladen nach auf irgendwie zum um die Uhrzeit, wurdest du weggehatet, ne? Mhm. Google doch mal oder geh doch einfach mal hin und so. Also du wurdest nur noch weggehasst von allen Seiten. Und es gab eben auch so eigene so Insider-Gags wie Gatze statt Katze und Bellgatze war halt ein Hund und so und fliegende Gatze war halt ein Vogel und so und Blässe war auch so ein Ding hier, so Flaschereien Weimar. Ja, aber das ist halt doch so belanglose Scheiße. Warum belanglos? Das ist, was du draus machst, ne? Wenn du aber was Sinnvolles postest. Und ja, aber das meine ich ja. Klar, kann man was Sinnvolles posten, aber 95% der Scheiße, die da gepostet wurde, war nur, haha, ich habe jetzt hier eine Gatze und hier ist ein Foto von einer Gatze. Und da kann ich auf jede scheiß Plattform gehen, wenn ich Fotos von einer Katze sehen will. Da gehe ich nicht auf eine Plattform, die eigentlich dafür gedacht ist, lokale Neuigkeiten und Events oder sonst was zu planen. Wie gesagt, die Idee ist geil. Mhm. Aber gerade weil ich die Idee so gut finde, ist die, oder nicht die Umsetzung vielleicht, weil ich will jetzt gar nicht die Plattform an sich, sondern der Content, der tatsächlich dort passiert, ist so eine dumme Scheiße. Wir hatten ja 2016, 17 dieses Hashtag D-In-Style. Da haben wir 3 Tage irgendwie alle am Handy gehangen, so 6 Leute quasi, und haben dieses Hashtag D-In-Style da verbreitet, weil weil diese Plattform so scheiße ist. Und haben gesagt, XY ist scheiße, Hashtag D-In-Style. Mein Gatze Jodel wurde nicht hochgewotet, Hashtag deinstall. So. Das war eine großartige Bewegung. Ja? Lustig. Und ich wünschte mir, alle hätten mitgemacht, sich diese Scheiße endlich mal zu deinstallen. Das war vor meiner Jodel-Zeit. Ich hätte die mir, glaube ich, erst so 2020 geholt oder so, oder 19.
Naja, ja. Aber du, inzwischen gab es ja auch so Channel quasi, wo du halt auch folgen konntest, wie zum Beispiel Politik-Channel und so und Katzen-Channel und sowas. Das heißt, du konntest auch Sachen ausblenden. Okay. Aber es war eine scheiß Plattform, sehr toxisch. Alles wurde gelöscht, was irgendwie auch nur ein bisschen anrüchig war oder so, wenn es mal um Sexthemen ging und so. Okay. Das war alles schon ein bisschen auch, ja, schwierig. Und, und ganz viel AfD-Hetze und so, die nicht weggelöscht worden ist. Aber es gab auch manchmal doch spannende Diskussionen, die ich geführt habe. Also selten, aber es gab sie. Und man konnte auch manchmal Aufrufe starten. Wie zum Beispiel habe ich da erfahren von so einem Flohmarkt, wurde da geteilt. Oder heute mache ich eine Tattoo-Aktion. Jeder, der diesen Jodel sieht, kommt Rabatt für ein Tattoo und so. Das gab es ja auch. Ja, aber genug gejodelt. Gut, das war auf jeden Fall die Woche nicht so viel. Wer auch zurück... Ach, wir sind bald schon am Ende. Wer auch bald weniger laut jodelt, das sind die Männer in der Gesellschaft, denn es gibt die sogenannte ehrbare Kaufmann-Handelskammer, wo halt Kaufleute quasi sich organisieren, und die hieß lange Zeit ehrbare Kaufmänner. Die wurden umbenannt in ehrbare Kaufleute. Aha. Das heißt, auch solche Vereine, die fangen jetzt an, nach 500 Jahren wurden die quasi jetzt als Wirtschaftsverein umbenannt. Und Kaufleute ist doch auch ein normaler Begriff schon. Eben, seit, eben. Aber es hieß ja halt vorher Kaufmann, aber da aber auch Kauffrauen drin sind und die auch gewürdigt werden sollen, haben die es in Kaufleute umbenannt. Na, zum Glück. Konsequent. Der Zyniker in mir sagt, zum Glück, jetzt ist die Welt gerettet, aber es ist natürlich trotzdem gut. Das ist immer so ein Quatschargument, weil wir haben keine größeren Probleme und so. Er sagt, darum geht's doch überhaupt nicht. Ich weiß, aber jetzt trotz, also ich gehe da völlig mit, dass das nur gut ist, ja, und dass das schön ist. Ich denke mir nur, trotzdem, wenn all diese Energien nicht dahin gesteckt werden würden, sondern dahin, dass wir jetzt zum Beispiel mal CO2-neutral sind, nächstes Jahr. Ja, sicher, Jahr. Aber wozu führt denn so ein Argument zu sagen, haben wir keine größeren Probleme oder toll, jetzt haben wir aber die Welt gerettet. Das führt doch nur dazu, das Thema zu diskreditieren, schlecht zu machen. Deswegen habe ich extra vorangeschoben, dass das wirklich nur positiv ist. Ja, nee, aber es führt doch dazu letztendlich, wenn du sowas schreibst und kommentierst, machst du das doch lächerlich, diese Entscheidung. Nein, ich mache das überhaupt nicht lächerlich. Ich sage nur, dass es ein bisschen lächerlich ist, diesen Kampf gefochten zu haben, wenn die in 20 Jahren alle verbrennen. Ja, aber da war doch wichtig, der Kampf vor uns allen. Okay. Also ich finde als persönlich solche Argumente, jetzt no front, aber ich lese ja öfter solche Sachen, wenn es um Gendern geht oder um. Ja, aber du liest, Rechte. Das meine ich, deswegen habe ich das vorangeschoben. Du liest das natürlich von Leuten, die sagen, das ist dumme Scheiße. Ja. Ja, und ich sage ja extra, das ist gut, dass das passiert ist und es ist nur positiv, aber trotzdem. Und gerade Leute, die selber auf Facebook rumhängen den ganzen Tag und irgendwie Blümchenbilder posten, sagen dann zu der Ehe für alle in Indien oder so, wo die eingeführt werden gelegentlich. Indien, weiß nicht, ob das Indien war letztens, irgendwie Indonesien oder sowas. Und auf einmal kommen so Kommentare wie, gibt's nichts Wichtigeres? Inge, halt deine Fresse, deinstalliere Facebook und mach was Wichtiges, weißt du? Gibt auch Wichtigeres als deine Blümchen als Profilbild bei Facebook. Und das so. Meine ich, das ist für mich der grundlegende Unterschied, weil das, was du dann wahrnimmst, kommen ja aus der Ecke der Leute, die sagen, das ist dumme Scheiße und das soll nicht passieren. Weißt du? Ja. Und das sage ich ja explizit nicht. Ja, da kann man doch einfach nur sagen, okay, spannende Entscheidung und so, aber das noch zu kommentieren mit, wow, Welt gerettet, verstehe ich immer nicht. Warum man das machen muss. Naja. Ich verstehe natürlich, dass es keine riesige Tragweite hat für die menschliche Gesellschaft. Dass klar, Klimawandel ist ein riesiges Ding und so, und das ist eigentlich größeres Thema. Aber ich finde auch, die kleinen Kämpfe, die ausgefochten werden, die vielen Leuten wichtig ist, gerade in dieser Kaufleute-Gesellschaft, ja, das freue ich mich einfach. Das Problem ist einfach, dass es nicht greifbar ist. Ich weiß, dass Don't Look Up natürlich das ein bisschen aufgreift, so, ja. Aber dann halt übertrieben ist. Aber ich hoffe, dass es in der Realität so wäre, wenn man unumstößlich wüsste, man würde den Kometen am Himmel sehen, ja, und man wüsste, in einem Jahr knallt er hier hin, außer wir bauen schnell ein ganz großes Katapult oder so. Und da ist trotzdem meine große Hoffnung, dass dann die Menschheit wirklich das checken würde und zusammenkommen würde und jeder halt, die Kaufmannskammer ist kurz mal ruhig, sondern fängt an, dieses Katapult zu bauen. Aber da der Klimawandel an sich nicht so greifbar ist und nicht so, ne, man hat nicht dieses eine Datum, wo man sagt, da passiert irgendwie was, so. Dadurch ist halt diese Lethargie bei diesem Thema da. Und meine Hoffnung ist halt trotzdem so rein vom Menschenwesen her, dass das, wenn das so wäre,
die Außerirdischen kommen am 12.12.2025. Bis dahin müssen wir hier einen Space Laser gebaut haben, dass dann die ganze Menschheit zusammenkommen würde, diesen scheiß Space Laser zu bauen. Glaube ich nicht, dass es passiert. Tja. Die Corona-Pandemie hat mir gezeigt, die Menschen sind blöd. Sie sind nicht böse unbedingt, aber einfach blöd. Ja, aber das war ja, glaube ich, auch jetzt nicht die große Mehrheit. Also klar gibt es dann immer diese 10% Verschliss, ja. Mhm. Aber ich meine so im Großen, egal. Aber doch, ist schon wieder gerade aufgrund dieses Widerstands der Minderheit, die jetzt so gegen diese Impfpflicht und so waren, ne, gab es sie ja am Ende auch nicht zum Beispiel. Ja, aber das muss ja auch, also wir haben es ja auch ganz gut ohnehin gekriegt. Und das ist ja richtig, auch, zum Glück. Ist ja auch eine trotzdem vernünftige Diskussion gewesen zu führen. Aber auch nur, weil sich herausstellte, dass die Delta-Variante doch die stärkste Variante war. Man wusste ja nicht, dass die harmlos wird. Ja, aber man wusste früher oder später, was es passiert, aber man wusste ja nicht, wann. Man musste ja aber auch kein Schwurbler oder Corona-Leugner sein, um zumindest zu debattieren, ob das vernünftig ist, klar, für erwachsene Menschen eine Impfpflicht einzuführen. Na klar, so. Das war halt noch zur Zeit, wo wir halt nicht wussten, wie geht's weiter. Ne? Wir konnten ja nicht ahnen, dass die Omikron-Variante so ein bisschen der erste Impuls wird, eine Endemie einzuleiten. Das war ja nicht bewusst. Die Impfpflichtdiskussion wurde ja geführt, quasi bevor es die Omikron-Variante gab oder als sie noch frisch war. Deswegen haben wir das nicht alles so in den Kontext gesetzt. Aber ich gehe da voll mit. Das war auf jeden Fall eine Debatte wert, keine Frage. Noch ganz kurz zum Schluss. TikTok soll ja in den USA verboten werden, beziehungsweise soll es übernommen werden von der amerikanischen Firma. Die USA wollen quasi, dass China die Rechte in den USA an TikTok abgibt. Ja. Aber das will TikTok nicht. Und es kann passieren, wenn die das nicht machen, dass es verboten wird. Also sehr, sehr spannend, wie es mit TikTok in den USA weitergeht. Ja, hoffentlich gar nicht. Einfach aus Prinzip. Ich würde TikTok soll weltweit verboten werden, damit mir Jackie nicht mehr eure komischen Links schickt. Das gucke ich mir gar nicht an, wenn mir Leute TikToks schicken. Das passiert leider, aber ich mache das nicht. Schade. Ich habe noch einen Serienkiller für euch. Und zwar auf Netflix. Fallout. Nee, es ist nicht Netflix. Rentierbaby. Okay. Hast du davon gehört? Nee, du kommst wieder mit so komischen Sachen an, Alter. Oder ist das hier Killing of a Sacred Deer? Das ist, ohne Scheiß, eine Serie, die hat mich verstört. Ich bin ja krass, was so Themen angeht. Ich kann mir alles angucken und so, mich schockt nichts. Aber die ist richtig heftig. Da geht es um einen Mann, der ist aus England, der will Comedian werden, zieht nach London und bekommt eine Stalkerin. Okay. Und es hat erstens eine wahre Geschichte und es ist der Schauspieler selber, der das hatte. Und es ist so abgefuckt, es passieren echt schlimme Dinge, also auch sexuelle Gewalt und so weiter, und da gibt es auch eine Vorgeschichte zu ihm, wie er auch schon mal von einem Produzenten irgendwie missbraucht wird. Also eine ganz, ganz schlimme Geschichte, richtig krass erzählt, mit echten Chatnachrichten auch, die sie geschickt hat an ihn, mit die auch eingeblendet werden, mit Rechtschreibfehlern und so. Es beginnt halt damit, dass er in der Bar arbeitet irgendwie und sie kommt halt rein und behauptet, sie wäre eine Anwältin und so und braucht kurz Abwechslung, und er gibt ihr halt einen Tee aus. Da fängt sie halt an, jeden Tag aufzukreuzen. Ist sie zufällig russisch? Dann kenne ich diese Story aus meinem Leben. Nee. Und sie kommt jeden Tag in diese Bar und wickelt in Gespräche und so und macht aber immer mehr seine Boundaries und Grenzen halt nieder und stalkt ihn und so weiter. Da macht er aber auch den Fehler, dass er ja auch mal hinterher geht und guckt, wo sie herkommt und so. Also richtig, es ist eine Miniserie von 9 Folgen oder so. Kann man wegwatchen in einem Abend. Wir haben gestern die letzten 2 Folgen nicht geschafft, aber es ist eine richtig geile Serie. Ihr guckt euch an, Baby Reindeer auf Netflix. Ja, schau mal, Misery, da hast du ja auf jeden Fall Ähnliches, aber dich verstört nichts, sagst du, ja? Dann, eigentlich, die war echt krass. Dann schau doch mal August Underground Mordum oder Slaughtered Vomit Dolls. Da wirst du auf jeden Fall ja gut, Spaß solche Sachen, haben. Ja, solche Sachen, okay. Aber ich meine jetzt so in diesem Mainstream-Format Netflix und so gibt es selten Sachen, wo ich sage, oh, es ist aber krass. Auch wenn die da kotzen und so vergewaltigt werden, denke ich mir manchmal, okay, krass gerade, aber damit kann ich umgehen. Also da war ich kurz davor, kurz abzuschalten und zu sagen, ich brauche eine Pause von der Serie, weil die echt krass ist. Hm. Was auch krass ist, ist mein Song für die Playlist, Canto a la Rebellion von Scarpi, was ich diese Woche endlich mal wieder gehört habe. Ja, der Song der Rebellion, und das werden wir jetzt auch einführen, denn ich würde jetzt einfach mal eine vorsichtige 1 für die Woche droppen, da ist nicht so viel gewesen. Langsam, Canto? Canto a la Rebellion. Oh, Mio hört gerade Spotify jetzt. La. A la. Rebellion. Ja, ist es schon. Ja, Rebellion. Banger Song. Scarpi, generell spanischer Ska, richtig geil. Auch irgendwie schon 40 Jahre lang die Band oder so, was weiß ich. Super geil. Ska ist eh geil. Ich habe auch einen Song reingemacht, und zwar, jetzt muss ich ganz kurz die Playlist finden. Da ist sie schon.
Ich habe auch einen Song reingemacht von einem Song, den ich gerade wieder vergessen habe. Genau, den habe ich entdeckt. Es gibt einen Künstler aus den 80ern, der hieß Taco. Der ist bekannt geworden mit dem Song Putting on a Ritz. Und er hat einen Song gemacht, der heißt Tribute to Tino. Und der ist einfach süß, den höre ich ganz gerne. Da geht es um eine Pantomime irgendwie. Und toll gemacht, Ohrwurm, Taco, Tribute to Tino. Einfach mal zur Selbstbeweihräucherung. Und Scarpe mit Canto a la Rebellion. Brennholz unter Musik bei Ja, Spotify. gehst du mit einer 1? Da ist ja wirklich nicht so viel los gewesen. Also da finde ich deins noch mit dem, der hat der alten Frau in den Arsch getreten, Ja. am interessantesten. Ich sag auch eine 1. Ja. Klar, die AfD-Sachen, die ist auch am Brudeln. Die Beweise verdichten sich, dass der Kandidat Bistron für die AfD wohl tatsächlich Geld entgegengenommen hat und so. Aber sonst passiert gerade recht wenig. Ich gehe auf eine 1. Okay. So machen wir das. Ich habe noch mein geiles neues Skate-Video auf Reddit gepostet, was die Leute ganz doll finden. Und das ist das Spektakulärste, was diese Woche passiert ist. Bist du ein Reddit-Star? Also ich habe schon sehr viel Karma, ja. Man sammelt da ja Karma, was genauso wie bei Jodel auch zu nichts zu gut. Wie hieß das bei Jodel? Gibt's auch so Upvote Power, oder nicht? Wie Weiß heißt ich denn das? nicht. Moderatoren? Keine Ahnung. Das gab's doch da früher. Wenn du Upvote. Upvote Mafia. Ja, aber du sammelst doch da irgendwas. Ist das nicht auch Karma Karma, sammelst gewesen? du Karma? Naja, siehst du. Wie dem auch sei, wascht euch, Leute, und nächste Woche wird es spektakulärer, weil dann haben wir ja basically 8 Tage, wenn der Samstag da noch mit reinfällt. Das stimmt, das Und das stimmt. heißt, es wird so turbulent. Am Samstag passiert ja eh immer, die ganzen Weltkriege fangen ja immer am Samstag an. Ist das so, ja? Keine Cool. Ahnung, bestimmt. Da Kurz gucken, überrumpelst du die Samstag, Leute. da war Die irgendwas, wollen ja, eigentlich abends. saufen gehen. Oh, da komme ich gerade von Lordi wieder. Ich gucke mir Lordi live in Leipzig an. Oha. Am Freitag. Richtig geil. Oh Lordy, das wird ein Aber die kommen Fest. in die Playlist safe nächste Woche. Aber nicht mit Lordi. diesem scheiß Hard Rock Halleluja, nee. Ne, das kennen ja alle. Ich mache so einen Song rein, der nicht so bekannt ist von Lordi. Okay. Der hat echt geile Songs gemacht, Lordi. Gut, dann macht ihr jetzt auch geile Songs. Euer Tag ist jetzt fertig. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Haben wir nicht auch nächste Woche ein Jubiläum oder so? Oh fuck, ich glaube, das war sogar diese Woche. Was? Nein. Ich glaube ja. Ich glaube, er hat die Leute.